Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute schon wieder Noble Horse Champion. Es gibt einen neuen Gutscheincode und es gibt auch neue News zur Zucht, denn die wird bald reinkommen in ein paar Tagen, spätestens in ein paar Wochen und darauf freue ich mich schon mega. Aber ganz zu Anfang, Leute, falls ihr es noch nicht gesehen habt, falls ihr länger nicht online wart, werdet ihr es vielleicht noch nicht gesehen haben, aber es gibt einen neuen Gutscheincode NHC2000. Damit bekommt ihr 2000 Credits für euren Account für 2000 Follower auf Instagram. Ich finde es unglaublich, dass ein Spiel, das in der Alpha-Version 2.0 ist, schon 2000 Follower hat. Ich denke, dafür sind wir als Community auch mitverantwortlich und das freut mich mega, weil das Spiel macht wirklich einfach so einen tollen Eindruck. Und ja, wir haben immer noch. Und ich finde auch die Sounds mega, mega cool. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie zu laut oder zu leise sind, Leute. Aber die Sounds im Spiel machen mega, mega Spaß. Ich habe immer noch alle meine Pferde, die ich mit euch gemeinsam gekauft habe. Ich habe sie schon, also ich bin eine ganz, ganz schlechte Pferdemama in Noble Horse Champion, denn ich bin jetzt hier nicht so häufig online. Denn, Leute, man kann hier einfach nur nicht so viel machen. Und ich gucke aber immer mal wieder rein und da habe ich eben gesehen, es gibt 2000 Credits. Ich habe die gleich am 15. am Montag eingelöst, also als sie rauskamen, war ich zufällig online, habe sie gleich eingelöst, aber ich hatte leider keinen Slot frei, Noble Horse Champion eher zu filmen. Und ja, deswegen kommt das Video jetzt heute. Aber Leute, der Gutschein ist noch, ich glaube, jetzt im Moment 10 Tage gültig. Das heißt, ihr habt noch genug Zeit, den einzulösen. Und ja, da haben wir noch auf jeden Fall genug Zeit. Ich versorge jetzt erstmal die kleine Girls Like You. Und schau mal, weil ich hatte sie, glaube ich, schon angefangen zu leveln in Dressur. Ja, genau, in Dressur. Ihr hattet mir gesagt, dass man trotzdem durchgucken muss, inwieweit die Pferde da geeignet wären, denn in Dressur gibt es einfach am meisten. Ich habe mich jetzt noch nicht so wirklich hundertprozentig damit beschäftigt, Leute. Ich habe jetzt einfach nur immer geguckt, was ist so das meiste. Aber ja, wenn ich jetzt das öfter spiele und das auch einen eigenen Slot hat im Moment, ist ja der Slot entweder von Equine Pass, von Morning Dust Ranch oder von Noble Horse Champion belegt. Nächste Woche, Leute, wird auf diesem Slot auf jeden Fall Equine Passion kommen. Falls davor die Zucht reinkommt, hier in Noble Horse Champion, dann wird die Folge wahrscheinlich am Montag kommen. Dann haben wir noch die kleine süße Wendy. Sie brummelt auch und denkt sich, Mutti, du warst so lange nicht mehr da. Ich hätte so viel Hunger und ich sehe einfach auch aus wie ein, ja, schon fast wie ein Fuchs, oder? Sieht die kleine Maus aus. Mega, mega süß. Es gibt auch einen neuen Job. Der bringt richtig Schotter, wenn man das macht. Den zeige ich euch auch gleich, wenn ich die kleine Wendy versorgt habe. Das Versorgen hier dauert relativ lang, aber ich finde, es macht tatsächlich auch sehr, sehr viel Spaß. Es ist irgendwie so ganz, ganz was Besonderes, dass man hier die Balken quasi füllen muss. Und das finde ich tatsächlich eine ganz, ganz tolle Sache. Man muss aber dazu sagen, dass man hier jetzt wahrscheinlich nicht wirklich super viele Pferde haben kann, denn sonst braucht man hier relativ lang, obwohl es wahrscheinlich bestimmt hier auch bald die Möglichkeit geben wird, einen Stallburschen zu engagieren, der sich dann um die Pferde kümmert, dass man das nicht mehr selber machen muss. Das ist ja mittlerweile bei fast jedem Spiel der Fall, eben jetzt auch in Horse Reality. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut. Ich habe in Morning Dust Ranch auch jetzt schon ein Pferd umgestellt und das ist eigentlich immer eine ganz, ganz gute Sache, wenn man letztendlich Stallburschen anstellen kann. Im Moment brauche ich noch keinen Stallburschen, Leute. Ich habe nur 4 Pferde. Da ist es relativ überschaubar. Und das Gute an dem Ganzen hier ist, dass es dem Pferd einfach nicht schlecht geht, wenn man sich mal nicht einloggt. Also, versteht mich nicht falsch, ne? Dem Pferd geht schon so ein bisschen schlecht. Aber das Pferd kann nicht sterben, wie zum Beispiel in Morning Dust Ranch. Wenn ihr euch da nicht anmeldet, dann ist das Pferd schwuppdiwuppdi, ne? Also, ist da rum ums Eck. Die Tinker werden ja jetzt bald überarbeitet. Ich bin schon mega gespannt, wie dann die neuen Tinker aussehen werden. Ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich natürlich auch hier in diesem Spiel am allermeisten auf das Paint Horse. Vielleicht auch auf den Appaloosa. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Appaloosa geplant ist. Es sind auf jeden Fall mega viele Sachen geplant hier in dem Spiel. Unter anderem, wie gesagt, auch ganz, ganz viele neue Rassen. Und die Zucht ist geplant und das wird wahrscheinlich auch richtig, richtig toll werden.
Es sind ganz viele verschiedene Pferderassen geplant. Das Paint Horse ist auf jeden Fall geplant. Beim Appaloosa bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ob es Mixe gibt, wird es auch noch nicht so viel sicher, nur nicht ganz sicher, so viel ich mich jetzt erinnern kann, was ich auf Instagram gelesen hatte. Aber ich glaube, am allermeisten freuen wir uns jetzt erstmal alle auf die Zucht und dann einfach auf neue Rassen, weil wir haben ja diese wunderschönen Hannos und ja, die zu züchten, glaube ich, wird richtig klasse. Oh, Casey, wie siehst du denn aus? Du kleinstes aller Mäuschen. Sie sieht ja mega furchtbar aus. Oh Gott, die Arme. Also sieht sie am schlimmsten aus von allen? Ich befürchte es. Es könnte sein, dass ich die anderen immer mal wieder versorgt habe und sie einfach nicht. Oh nein, das müssen wir ändern. Sie ist doch mein Liebling. Aber sagt es bloß den anderen Pferden nicht, Leute. sonst sind sie traurig. Sie ist doch mein absoluter Liebling. Ich habe sie gekauft und ich bin so happy, dass ich sie habe, weil sie einfach so wunderschön ist. Und oh mein Gott, Leute, ich hoffe, dass ihre Fohlen auch was von ihr bekommen. Und vor allem natürlich die blauen Augen, Leute, weil ihre blauen Augen sind einfach so mega besonders. Dann sind wir fertig mit dem Versorgen. Dann müssen wir die kleine Maus noch ein bisschen trainieren. Dann gucken wir mal, wo wir sie noch trainieren. Hier geht's noch ein bisschen. Dann haben wir null Energie und ich glaube, Leute, ich hoffe, dass bald ein Button eingebaut wird, dass wir durchswitchen können bei den Pferden, dass hier so ein Button ist. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich durchswitchen kann. Dann können wir uns den einen sparen, den einen Klick oder beziehungsweise die zwei Klicks. So, jetzt weiß ich nicht, was hatte ich denn bei ihr? Western hatte ich bei ihr gemacht, jawohl. Okay, dann trainieren wir sie jetzt noch ganz kurz. Jetzt weiß ich, ich bin ein Abfalleimer. Habe ich denn die Wendy trainiert? Ja, du kleines Mäuschen, warst du denn eigentlich schon dran, Wendy? Du warst auch noch nicht dran. Oh, ich bin die schlechteste Pferdemutter auf Gottes Erdboden. So. Jetzt, das haben wir doch gut gemacht. Zwei Energie haben wir noch. Dann trainieren wir starken Galopp. Ja, Leute, das haben wir doch jetzt nicht schlecht hinbekommen, oder? So, dann gehen wir mal zum Job. Und das ist unter Gestütverwaltung Jobs. Und da sehen wir schon, wir haben jetzt auch die Stallhilfe. Wir misten hier jetzt aus. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Für mich ist es unglaublich laut. Und wir misten hier aus und jetzt ist alles wieder wunderschön. Jetzt müssen wir noch Stroh reinmachen und dann können wir das Ganze wiederholen. Und das ist eigentlich mega cool, weil es bringt 150 Credits, 10 XP, also doppelt so viel wie der Praktikant. Ich freue mich tatsächlich auch schon, wenn wir andere Jobs bekommen, die wir dann machen können. Und ja, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Ich habe jetzt auch schon 32.000 Credits. Das ist, glaube ich, nicht schlecht dafür, dass ich schon 4 Pferde habe. Und ja, als letztes hätte ich gesagt, gucken wir einfach nochmal in den Markt, was es so gibt. Dann sind wir beim Pferdehandel angekommen und ich bin auch mega gespannt, Leute, inwieweit wir dann mit unseren Pferden auf Turniere gehen können und die eventuell auch showen können. Vielleicht auch in Halter, wo wir die Pferde dann Noten bekommen und so weiter. Das wird auf jeden Fall reinkommen, hat die Entwicklerin schon geschrieben. Es werden als allererstes auch ins Spiel Halfter integriert werden. Das heißt, wir werden bestimmt auch später Sättel und so weiter bekommen. Als allererstes bekommen wir auf jeden Fall mal Halfter. Das ist voll süß, aber ich kann eigentlich kein... Oh mein Gott, bist du schick! aber als erstes werden wir Halfter, dass wir dann die Pferde quasi showen können. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz coole Sache. Ich suche mir jetzt einfach mal wieder ein paar Pferde raus, die wir uns jetzt gleich noch angucken können. Ich finde, Leute, wer mag noch gern Pferde shoppen? Ich shoppe unglaublich gerne Pferde. Das einzige Problem, was man dann natürlich immer hat, ist, dass man die Pferde dann immer an der Backe hat. Was ich eigentlich noch kaufen könnte, theoretisch, wäre ein Hengst, oder? Was meint denn ihr? Es wäre doch eigentlich rein theoretisch nicht verkehrt, wenn man noch einen Hengst kaufen würde. Also so rein theoretisch wäre doch so ein Hannoveraner Hengst, jetzt hätte ich es leider nicht rausbekommen, gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, dass wir schon am Ende angekommen sind. Ja, Leute, und ich glaube, ich habe keinen Hengst gesehen, der mir gut gefallen hätte. Hengst, Hanno, anzeigen. Das sind alle Hanno-Hengste, das sind nicht sehr viele. Dann gucken wir jetzt nochmal ganz kurz die Pferde an, die ich mir ausgewählt hatte. Oh, die brummeln sogar auch. Oh, du bist voll süß. Ja, ne? mir gefallen immer die mit blauen Augen. Wow. Das ist auch mega, mega schönes Pferd. Ah, die Andalusier sind eigentlich auch sehr, sehr gut gelungen. Oder was meint denn ihr? Die sind schon sehr, sehr süß. Hier ist nochmal ein Andalusier. Der ist, glaube ich, ein bisschen dreckig. Und oh mein Gott, Crown Daydream.
Die Stute ist ja wunderschön. Oh mein Gott. Die ist voll schön. Hätte sie jetzt blaue Augen, glaube ich, hätte ich sie gekauft. Oh mein Gott, was sagt ihr zu der Stute? Was gefällt denn euch am besten von den Pferden her? Schreibt sie mir mal am besten in die Kommentare. Aber die ist auch schon mega, mega süß, Leute, oder? Dann hätte ich aber auf jeden Fall das Let's Play für heute schon beendet. Mehr Infos gibt es eigentlich nicht. Die Zucht kommt rein. Wir bekommen bald kleinste süße Folis. Ich freue mich schon mega auf die Folis. Und es kommen als erstes Halfter. Ich glaube sogar, das nächste Pferd wird schon das Paint Horse werden. Darauf freue ich mich einfach so mega. Ich habe aber keine Ahnung, wann es fertig wird. Es wird aber auf jeden Fall schon bestätigt, dass das Paint Horse erst nachdem die Zucht implementiert wurde, im Spiel reinkommen wird. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!